Hey Leute, ich bin Conny und heute zeige ich euch, wie ein NPC baut, der, wie ihr seht, zu seinem Ziel hinlaufen soll. Das hier ist Part 2 von meinem NPC-Tutorial. Wenn ihr Part 1 noch nicht gesehen habt, solltet ihr es euch auf jeden Fall anschauen. Ist jetzt hoffentlich oben auf den i verlinkt. Denn da haben wir schon mal die Basics für diesen NPC gemacht. Heute geht es darum, den NPC nochmal ein bisschen zu verbessern. Ich habe das Video übrigens vor ein paar Minuten schon mal aufgenommen und habe dann festgestellt, dass ich Probleme mit meiner Aufnahme hatte und musste jetzt die Aufnahme von vorne anfangen. Deswegen hoffe ich, dass ich das mit der Codebase jetzt nochmal richtig hinbekomme, weil wir ja schon so viel Code geschrieben haben. So, wir haben beim letzten Mal ungefähr hier aufgehört. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts großartig ergänzt. Doch, was ich noch ergänzt habe, ist To-Do hier unten bei unserem Pathfinding, Waypoint, was auch immer Ding. Wenn die Distanz zum Waypoint zu groß ist, dann neu versuchen. Weil wenn der NPC einmal sein Ziel nicht erreicht haben sollte und wir hier wirklich gescheitert sind und theoretisch hier false stehen sollte, soll der NPC es gerne nochmal versuchen, das Ziel zu erreichen. Vielleicht schafft das beim zweiten Versuch. Und dafür habe ich oben zu der Walkthrough-Methode noch hinzugefügt. Einmal Ignore Line of Sight, darauf gehe ich gleich ein, und dann Fehlversuch. Das ist einfach ein Counter, der uns sagt, wie oft er es schon versucht hat, und wenn er es zu oft versucht, dann gibt er auf. Und Ignore Line of Sight ist das nächste Ding, was ich eben im Tutorial schon gezeigt habe, und zwar, wenn der NPC jetzt hier steht und sein Ziel zum Beispiel hier ist, ich habe übrigens dieses Part hier jetzt als Zielpart assigned, das haben wir hier im Workspace, das heißt einfach Zielpart, dann braucht er ja gar kein Pathfinding machen. Das ist ja komplett unnötig, dass er hier versucht, einen Weg zu finden über den Pathfinding-Service. Er kann ja einfach straight up hinlaufen und das ist ja nicht das Problem. Also checken wir ab jetzt nicht immer direkt, ob wir einen Path finden zum Ziel, sondern ob es eine Sichtlinie gibt. Weil wenn es eine klare Sichtlinie vom NPC zum Ziel gibt, dann brauchen wir kein Pathfind. Und dafür habe ich zwei Funktionen geschrieben. Zuallererst bin ich nach hier oben gegangen, habe unter dem NPC-Objekt NPC-Settings hinzugefügt, indem ich sage NPC.Modul.Visualizer und das ist auf True gesetzt, damit wir die Funktion, die wir gleich schreiben, visualisieren können. Denn um zu checken, ob das Part in Sicht ist, müssen wir natürlich einen Raycast machen, und zwar vom NPC zu unserem Zielpart. Dafür habe ich hier unter der Methode Modul.GetNPCs Funktionen hinzugefügt. Das sind lokale Funktionen, auf die nur dieses Module-Script zugreifen kann. Und die erste Funktion heißt visRay. Das ist eine Standardfunktion, die einfach Raycasts visualisieren soll. Die nimmt die Ausgangsposition, die Zielposition, das Raycast-Result und eine Zeit, wie lange denn diese Raycast visualisiert werden soll. Hier oben checken wir einmal, ob NPC Visualizer of True ist. Wenn nicht, dann wird er nicht visualisiert, fertig ist. Und falls wir den Raycast doch visualisieren wollen, berechnen wir uns erstmal die Distanz von der Ausgangsposition zur Zielposition oder von der Ausgangsposition zum Result, falls der Raycast tatsächlich was gehittet hat, den wir hier schreiben. Ausgangsposition minus if result, then result.position l Zielposition.magnitude. Dann wird ein Part erschaffen, wir nennen das Part Ray, das ist nicht wichtig. Dann wird das Part geankert, damit es nicht runterfällt. Can Collide wird auf False gestellt, damit es mit nichts kollidieren kann und nichts manipulieren kann. Can Query wird auf False gestellt, damit andere Raycasts damit auch nicht mehr interferieren können. Dann habe ich hier noch hingeschrieben, Color ist, wenn ein Result existiert, orange. Wenn es nicht existiert, dann blau. Einfach damit wir am Raycast direkt erkennen können, ob er was gehittet hat oder nicht. Und dann setzen wir hier die Size auf einen Durchmesser von 0,1 und eine Länge von der Distanz. Setzen den C-Frame, dass das Part halt so positioniert wird, wie der Raycast sein sollte. Und den Parent auf den Workspace. Ich hoffe, das ging euch jetzt nicht zu schnell, aber ich habe es eben so ausführlich erklärt. Und das ist ja sowieso eine Standardfunktion. Raycast visualisieren. Kennt man eigentlich. Hier unten habe ich noch geschrieben Debris, Add Item, dann den Raycast, den wir visualisiert haben, und Zeit oder eine Sekunde. Das heißt, nach einer Sekunde oder nach der Zeit, die wir hier angegeben haben, soll der Raycast wieder entfernt werden vom Debris-Service, den wir uns oben geholt haben. Wir wissen ja, Debris, Path und Workspace sind die Services, die wir brauchen in dem Modul. Jetzt kommt der wichtige Teil, und zwar die Ist-in-Sicht-Funktion. Die prüft, ob denn eine Zielposition von einer Ausgangsposition aus in Sicht ist. Dazu haben wir noch eine Ignore-List. Das ist eine Liste von Instanzen, die einfach ignoriert werden sollen von dieser Funktion. Die dürfen im Weg sein, wie zum Beispiel der NPC an sich, der darf im Weg sein. Oder vielleicht auch das Zielpart, wenn wir zur Zielposition gucken, darf im Weg sein. Das schreiben wir in die Liste rein. Hier steht auch, prüft, ob die Sichtlinie der Ausgangsposition und der Zielposition blockiert ist und ignoriert alle Instanzen in der Ignore-List. Außerdem prüfen wir hier einmal, ob die Distanz zwischen der Ausgangsposition und der Zielposition zu groß ist oder die Höhe zwischen der Ausgangsposition und der Zielposition zu hoch ist. Weil wenn ja, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen, den NPC von Punkt A zu Punkt B laufen zu lassen. Es ist eine zu große Distanz, das ist zu riskant. Da sagen wir, Ziel ist nicht in Sicht, selbst wenn es in Sicht sein sollte. Für einen Raycast braucht man immer Raycast-Parameter. Die erstellen wir
hier Rakers Parameter, wir setzen den Filtertype auf Exclude. Das heißt, wir exkludieren alles, was auf der Ignore-List draufsteht, oder machen einfach einen leeren Table, falls wir keine Ignore-List haben. Ignore Water steht auf True, weil durch Wasser darf er ja schon schwimmen. Und Respect Can Collide stellen wir auch auf True, weil wenn da eine Wand ist, durch die man durchlaufen kann, dann soll der NPC da auch durchlaufen können, selbst wenn sie vielleicht die Sicht blockiert. Jetzt checken wir, ob denn der Ray mit irgendwas kollidiert, indem wir Workspace Doppelpunkt Raycast callen mit der Ausgangsposition, der Zielposition minus der Ausgangsposition und den Raycast-Parametern, die wir hier oben festgelegt haben. Das Ganze gibt uns dann ein Raycast-Result namens Ergebnis. Dieses Ergebnis visualisieren wir hier mit der visRay-Funktion, die wir da oben geschrieben haben. Und am Ende sagen wir noch, wenn das Ergebnis existiert, dann return wir false, weil dann war was im Weg. Wenn das Ergebnis existiert, war irgendetwas im Weg und wir haben dementsprechend nichts in der Sichtlinie. Und falls das Ergebnis nicht existiert, return wir true. Warum ich das so geschrieben habe und nicht einfach not-Ergebnis, ist eigentlich egal. Nun sind wir wieder in unserer Walkthrough-Methode. Und unsere Walkthrough-Methode soll ja erstmal checken, ob das Ziel in Sicht ist. Dafür schreiben wir hier, nachdem wir den State of Walking gesetzt haben, ist in Sicht self.primaryPart.position als Ausgangsposition, dann Zielposition als Zielposition und ein Table bestehend aus self.character, also dem NPC, und was auch immer noch ignoriert werden soll für die Ignore-List. Dadurch wird einfach gecheckt, ob das Ziel in Sicht ist, es wird ein Raycast verschossen und der Raycast wird visualisiert. Aktuell macht es noch nichts, wir prüfen es einfach nur und gucken jetzt, ob es funktioniert, indem wir das Ganze testen. Vorher möchte ich noch sagen, im NPC-Controller-Script habe ich jetzt geschrieben, dass wir 5 Sekunden warten und dann printen wir NPC:Walkthrough Workspace.zielpart.position, weil ich habe hier ein neues Part hinzugefügt namens Zielpart und das ist das Ziel vom NPC und da soll er jetzt hinlaufen. Wir klicken auf Run, gucken jetzt, 5 Sekunden wartet er ungefähr und nach den 5 Sekunden schießt dann Raycast raus und ihr seht, es war orange. Das bedeutet, es war etwas im Weg. Ich ziehe das Ding nochmal hier hin. Er schießt nach 5 Sekunden nochmal einen Raycast und er ist wieder orange. Es war etwas im Weg. Und was war im Weg? Das Part war im Weg. Und deswegen haben wir in die Walkthrough-Methode reingeschrieben, Ignore LOS. Ignore LOS ist einfach noch ein Model oder ein Part oder was auch immer. Ich habe hier Model or Null geschrieben. Wir können eigentlich auch Instance or Null schreiben. Um der Funktion zu sagen, dass das Ziel Part auch ignoriert werden soll. Hier unten habe ich übrigens Ignore LOS Doppelpunkt Doppelpunkt Model geschrieben. Weil wenn ich das nicht schreibe, dann meckert er gleich rum. Ey, Augenblickchen! Instanz oder Nil kann kein Model sein und Model oder Nil kann auch kein Model sein. Wir könnten hier oben Model schreiben, aber dann verlangt die Funktion immer nach einem Model. Also schreiben wir einfach, ja, das ist ein Model, wir lügen Lua ein bisschen an, weil es ist nicht schlimm, ob man zu einem Table jetzt irgendeine generische Instanz hinzufügt oder Nil hinzufügen. Die Filter Descendants Instances Ignore List funktioniert auch so. Dementsprechend schreiben wir jetzt hier nochmal in die Walkthrough-Funktion, Komma, Workspace.zielpart rein für Ignore LOS. LOS steht für Line of Sight. Bei den unteren mache ich das nicht, damit ihr den Unterschied merkt. Wir drücken jetzt noch einmal auf Play. Ah, nicht auf Play. Ah, egal. Dann drücken wir halt auf Play. Laufen wir schnell hin. Und nach 5 Sekunden seht ihr, ist jetzt ein blauer Raycast erschienen. Blau bedeutet, es war nichts im Weg und er ist einfach direkt hingelaufen. Jetzt muss ich aber zum Server schnell switchen und pack das Part hier hin. Und nach 5 Sekunden schießt er jetzt nochmal einen Raycast und der war orange. Warum war er orange? Weil wir jetzt wieder nicht gesagt haben, dass er das Part ignorieren soll. Und dementsprechend hat er gedacht, da ist was im Weg und zwar Workspace.zielpart. Also fügen wir das hier in beiden Fällen noch hinzu und dann ist das nicht mehr das Problem. Weil jetzt merkt er, okay, wir haben eine klare Sichtlinie. Vorher meinte er, nee, die Sichtlinie ist blockiert, weil hier ist ja noch dieses Part. Bevor wir bei der Position von dem Part ankommen, welches ja in der Mitte des Parts ist. Also ist da natürlich ein Part im Weg. Und beim Start ist natürlich der NPC im Weg, weshalb wir bei der Ignore-List natürlich immer, wo sind wir hier, uns selbst, den eigenen Charakter mit reinnehmen. Ich hoffe, das habt ihr soweit verstanden. Jetzt kommt nämlich der eigentliche Spaß, den wir schreiben wollten, weil wir wollten ja nicht nur gucken, ob das hier in Sicht ist. Wir wollten uns auch entsprechend anpassen. Wenn das Ziel in Sicht ist, soll der NPC einfach direkt dahin laufen. Das heißt, wir schreiben nicht nur, dass wir die Funktion benutzen, sondern wir sagen jetzt, wenn die Funktion true returnt, dann, indem wir sagen, if Ziel ist in Sicht, bla 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 bla, then, hier unten natürlich Enter, damit ein End kommt, und dann laufen wir zur Zielposition und natürlich immer alles kommentieren, Augenblick, ich schreibe hier dann natürlich noch meinen Kommentar hin. So, und zur Zielposition zu laufen, haben wir hier unten ja schon mal gemacht, hier sind wir nämlich immer zu einem Waypoint gelaufen, also können wir uns diesen Code theoretisch kopieren, müssen ihn aber nochmal ein bisschen anpassen, weil diesmal haben wir ja kein Waypoint, sondern wir haben eine Zielposition, das heißt Waypoint Position muss
ausgetauscht werden durch Zielposition an beiden Stellen. Die Zielposition haben wir oben. Ich kopiere mir das, gehe dann hier an Waypoint.Position, ändere das. Und hier auch Waypoint.Position zur Zielposition umändern. Und dann steht da noch Timeout. Und mit dem Timeout können wir auch nicht arbeiten. Hier unten hat es funktioniert, mit einem Timeout von, was haben wir gesagt, 60 Frames ungefähr zu arbeiten. Weil wir wussten, dass der Abstand zwischen allen Waypoints maximal 10 Stats beträgt. Und 10 Stats sind in einer Sekunde zurücklegbar bei einer Standardgeschwindigkeit von 16 Stats pro Sekunde. Aber hier ist ja der Anfangspunkt hier und das Ziel ist hier und das sind mehr als 10 Stats. Und das kann ja eine beliebige Größe sein, solange es kleiner ist als die 3000 Stats, die wir ja bei Ist in Sicht festgelegt haben. Dementsprechend funktioniert das mit einem Timeout nicht mehr. Statt einem Timeout müssen wir was anderes verwenden, um zu checken, ob der NPC jetzt das Ziel nicht rechtzeitig erreicht hat. Deswegen nehmen wir hier auch den Timeout raus. Ich schreibe das auch mal alles in neue Zeilen rein, weil es dann, glaube ich, ein bisschen besser zu lesen ist. Vielleicht irre ich mich auch. So, schreiben wir das so. Was wir hier nämlich jetzt checken, ist, ob der NPC hängen geblieben ist. Hier Timeout plus gleich 1 können wir auch wegmachen, weil Timeout haben wir nicht mehr. So, um zu checken, ob der NPC stehen geblieben ist oder irgendwie hängen geblieben ist, können wir auf seine Geschwindigkeit gucken. Und die Geschwindigkeit finden wir ziemlich leicht heraus über self.primaryPart.assemblyLinearVelocity.magnitude. Assembly Linear Velocity ist der lineare Geschwindigkeitsvektor des Characters und .magnitude rechnet die Länge des Vektors aus, somit die Geschwindigkeit, mit der er sich gerade bewegt. Und wenn die Geschwindigkeit kleiner ist als self.humanoid.walkspeed mal 0,1, dann ist er auf jeden Fall irgendwo hängen geblieben. Es kann ja sein, dass er hier langlaufen will und zwischendurch fährt hier einfach so ein Zug dazwischen, hält an und er läuft gegen den Zug dann gegen. Dann bleibt er stehen, weil er gegen eine Wand läuft und dann sollte er natürlich abbrechen. Und dafür haben wir das hier so geschrieben. Also self bla 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 bla. Mal Abstand verringern und dann sieht das hübsch aus. Nachdem dann dieser Repeat Until Loop fertig ist, ist der NPC erstmal fertig mit Laufen, aber wir müssen jetzt erstmal checken, warum ist er fertig mit Laufen. Wenn er wirklich fertig ist mit Laufen, weil er hängen geblieben ist, dann sollten wir dem NPC sagen, okay, du bist jetzt hängen geblieben, irgendwas hat sich an der Route verändert oder vielleicht bist du in ein Loch gefallen, wer weiß es. Versuch's mal bitte nochmal. Und dafür schreiben wir hier unten jetzt, if self.primaryPartAssembly bla 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 ist kleiner als 0,1. Man kann hier übrigens die 0 schreiben oder weglassen. Man kann natürlich hier hinter auch Nullen schreiben oder weglassen. Habt ihr vielleicht mal Matheunterricht gehört? Ist an sich derselbe Code. Denn dann ist der NPC stuck und sollte es einfach neu versuchen. Den Kommentar hier oben habe ich weggenommen mit dem Neuversuchen, weil jetzt schreiben wir das mit dem Neuversuchen. Fürs erneute Versuchen müssen wir jetzt den Fehlerzähler erhöhen. Hier oben steht ja Fehlversuche ist gleich Number or Nil. Und Fehlversuche sind standardmäßig nil. Das bedeutet, wenn sie nil sind, dann stellen wir sie jetzt auf 1. Und wenn die Fehlversuche existieren, stellen wir sie auf Fehlversuche plus 1. Also Fehlversuche ist gleich if Fehlversuche, then Fehlversuche plus 1, else 1. So wird der Fehlerzähler erhöht. Wenn wir es dann zu oft versucht haben, ich sag mal Fehlversuche größer gleich 5 sind, dann klappt es einfach nicht. Wir return false. Der NPC hat es nicht geschafft, das Ziel zu erreichen. Traurig aber war. Dann war es das. Ich habe hier übrigens Fehlversuche Doppelpunkt Doppelpunkt Number geschrieben, weil er sonst meckert. Ey, Number or Nil kann nicht verglichen werden mit einer Zahl. Aber Number und Nil ist ja nicht mehr Nil, weil wir hier festgelegt haben, dass Fehlversuche auf jeden Fall eine Number ist. Dementsprechend sagen wir das auch den Code Interpreter, indem wir sagen, ist gleich eine Number, damit er nicht mehr rummeckert. Aber nur weil wir den Fehlerzähler erhöhen, heißt es ja nicht, dass er es nochmal versucht. Damit er es nochmal versucht, müssen wir hier unten einfach schreiben Return. Und dann returnen wir das Ergebnis von Walk2. Wir führen die Walk2-Funktion nochmal aus mit exakt denselben Parametern. Hier geben wir jetzt die Fehlversuche mit, weil dadurch ist dann der Fehlversuche hier 1, wird nochmal ausgeführt, dann wird Fehlversuche erhöht auf plus 1, wenn es wieder nicht klappt. Dann sind 2, 3, 4 und dann sind wir bei 5 Fehlversuchen angekommen. Beziehungsweise in dem Fall wäre es, glaube ich, 4 Fehlversuche, wenn wir es hier auf 5 stellen. Könnten auch größer 5 machen, dann sollte er exakt 5 Fehlversuche haben. Und dann sagt er, yo, es klappt nicht, Ziel nicht erreicht, fertig ist. Gut, jetzt haben wir die Fehlversuche hinzugefügt. Nachdem wir damit aber fertig sind, sollten wir wirklich endlich checken, hat der NPC endlich sein Ziel erreicht. Und dafür können wir denselben Code nehmen, den wir hier unten geschrieben haben, um zu checken, ob der NPC sein Ziel erreicht hat. Und anstatt jetzt hier einmal den Code zu schreiben und da unten einmal den Code zu schreiben, können wir theoretisch hier stattdessen ein else schreiben, weil wenn das Ziel nicht in Sicht ist, dann soll ja das alles ausgeführt werden. Außer das hier unten lassen wir einfach mal. Jetzt sagen wir, kopieren das alles raus, kopieren das alles hier rein und erhöhen das natürlich, damit es auch indented ist. Jetzt habe ich das Problem, dass ich alle ist gleich zurückschieben muss. Kleiner Tipp, ihr könnt Alt gedrückt halten und hier hinklicken, dann habt ihr automatisch zwei Cursor. Das heißt, Alt-Klick, Alt-Klick, Alt-Klick und hier auch Alt-Klick.
klick, 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 klick. Und dann kann ich einfach plupp, plupp. Und es wird bei allen bearbeitet. Kann man so machen. Also schreibe ich hier vielleicht jetzt einmal hin. Ziel ist in Sicht. Und jetzt haben wir hier. Ziel ist nicht in Sicht. Das sind dann unsere zwei Fälle, die wir unterscheiden. Wenn das Ziel in Sicht ist, machen wir das. Wenn das Ziel nicht in Sicht ist, machen wir das. Und in beiden Fällen checken wir am Ende. Ist das Date noch walking? Wenn nicht, bla. Ist das Ziel erreicht? Bla. Ist das Ziel nicht erreicht? Bla. Fertig, das ist unser Code. Und den können wir jetzt einfach mal testen. Ich habe hier im NPC-Controller-Skript ja geschrieben, wir warten 5 Sekunden, dann walkt er zum Ziel. Und dann warten wir nochmal 5 Sekunden, dann walkt er zum Ziel. Einfach damit wir es mehrfach ausprobieren können. Ich schreibe es einfach nochmal hin, dann können wir es 4-mal testen. Warum denn auch nicht? Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf Run. Nach 5 Sekunden checkt er, ob das Ziel in Sicht ist. Wenn es in Sicht ist, ist der Raycast blau. Er läuft direkt hin. Und er ist gar nicht janky, er läuft direkt hin, bleibt dort stehen. Er returnt da unten true. Das Ziel wurde erreicht. Wunderbar. Jetzt sagt er false, okay, warum auch immer, also weil ich es weggezogen habe. Jetzt packe ich das Ziel mal dorthin, oh, das ist in Sicht, da läuft er hin, natürlich. Gut, jetzt packe ich das Ziel mal außerhalb der Sichtlinie, weil das ist nicht mehr in Sichtlinie, es ist false, hier ist es abgeprallt. Auf einmal kam das Bild hier auf, weil jetzt Pathfinding Service aktiviert wurde. Er hat einen Path gefunden, ist den Path lang gelaufen und er sagt wieder true. Das Ziel wurde erreicht, es hat alles funktioniert. Das ging vielleicht ein bisschen schnell, aber es funktioniert. Der NPC läuft zu seinem Ziel und Pathfinding wurde nur im letzten Moment verwendet, wo das Ziel nicht mehr in Sicht war. Jetzt können wir natürlich ein paar Schwächen vom NPC noch herauskristallisieren, weil was ist denn, wenn das Ziel hier liegt und der NPC hier steht? Dann ist das Ziel in Sicht und er würde direkt hinlaufen, aber er würde das Ziel doch gar nicht erreichen können. Weil er würde einfach runterfallen, gegen die Wand laufen. Mal gucken, was passiert. Wir runnen das Ding. Der NPC chillt hier. Nach 5 Sekunden checkt er, ob das hier in Sicht ist. Läuft hin, bleibt hängen. Und er hat es neu versucht und ist hochgesprungen. Habt ihr es gemerkt? Er ist hier hängen geblieben. Und dann ging das Pathfinding an, weil dann war das Ziel nicht mehr in Sicht. Dann war die Wand im Weg. Und Pathfinding hat ihm gesagt, yo, hier kannst du hochspringen. Und er ist hochgesprungen. Geil, oder? Der NPC ist in der Lage, wenn er hier hängen bleibt, selbstständig einen neuen Weg zu wählen. Die einzige Stelle, an der er das noch nicht macht, ist, wenn er beim Pathfinding hängen bleibt. Und das ist ja das, was wir uns hier noch aufgeschrieben haben. To do, wenn Distanz zum Waypoint zu groß ist, dann neu versuchen. Das wäre nämlich der Fall, sagen wir mal, wenn die Distanz zum Waypoint größer ist als 11, weil hier oben haben wir festgelegt, die standardmäßig maximal 10, dann stimmt etwas nicht. Wir wissen aber auch, dass der NPC ein bisschen früher aufhört zu laufen. Deswegen sagen wir mal, 20% Toleranz sollten schon drin sein, um dann nochmal plus 2 Stats um sicher zu gehen. Also wenn der NPC stark vom Weg abkommt, dann sollten wir abbrechen. Und dann sollte man natürlich nochmal checken, ob abgebrochen wurde. Und dafür schreibe ich hier natürlich die Ors jetzt doch nochmal, so wie ich es oben gemacht habe, in verschiedene Zeilen. Und schreibe da nicht nur Timeout hin, sondern auch Distanz zum Waypoint ist größer als, wir haben es auf 10 gepackt, wir sagen einfach mal 12 plus self.humanoid.hiphight. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wenn die Distanz größer ist als das, dann brechen wir auch ab. Und jetzt schreiben wir hier natürlich noch rein, wenn das wirklich der Fall ist. Also wir kopieren uns das, sagen hier unten, if genau das der Fall ist, then. Und dann kopieren wir uns den Code von hier oben mit den Fehlversuchen. So, alles kopieren, gehen hier unten rein, schreiben natürlich nicht NPC ist stuck, sondern NPC ist vom Weg abgekommen. Oh, das End brauche ich eigentlich nicht so einrücken. Außerdem könnten wir natürlich jetzt auch wieder checken, ist der NPC vielleicht hängen geblieben irgendwo, indem wir auch wieder die Velocity checken. Aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu früh. Wir gucken jetzt erstmal, wie das Ganze funktioniert. Wir stellen den NPC mal wieder hier hin, wo er so komisch über diese Kante rüberläuft. Wir packen das Zielpart mal wieder hier hin und lassen den NPC einmal hinlaufen und gucken, wie funktioniert das. Der NPC spawnt, das Part ist da, jetzt macht er gleich einen Raycast, der wird hier gegenknallen, ja. Ist eingeschlagen, jetzt, oh, Pathfinding ist hier und dann außen rumgegangen. Er ist problemlos außen rumgegangen. Das ging beim letzten Mal nicht so problemlos. Meinetwegen, Ziel wurde erreicht. So, ich mache jetzt erstmal so. Sagt, zieh den NPC weg. Und habt ihr es gesehen? Ich habe den NPC gerade weggezogen, er ist vom Pfad abgekommen und er hat sich einen neuen Pfad gesucht. Diesmal war das Ding in Sichtlinie, da war so ein blaues Ding. Dementsprechend ist er da einfach hingelaufen. Das bedeutet, wenn er vom Pfad abkommt, sucht er sich einen neuen Pfad und das ging gerade ziemlich smooth über. Jetzt probieren wir einfach nochmal aus, indem wir das hier machen. So, deswegen fügen wir hier jetzt noch einmal genau den Code hinzu, den wir vorhin schon hatten. Self.primaryPartAssembly bla 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 am Ende Ohr. Und schreiben hier dann auch einmal das nochmal rein. Wichtig ist, dass wir hier noch ein Ohr hinzufügen. Jetzt sagen wir, NPC ist vom Weg abgekommen oder stuck. Und dann sollte der NPC, wenn er wirklich irgendwo hängen bleibt, oder vom Weg abkommt, sich ein neues Ziel suchen. Er hat 5 Versuche, wenn es gar nicht klappt,
bleibt da stehen. Vielleicht sind 5 Versuche auch gar nicht genug. Wer weiß. Wir machen einfach mal das Ziel hier. Oh, wir machen einfach mal dieses Ziel hier ein bisschen enger wieder, so wie wir es beim letzten Mal hatten, wo der NPC hängen geblieben ist. Und probieren aus, ob er jetzt aufgibt oder sein Ziel erreicht. Also, los geht's. Los geht's, habe ich gesagt. Ah ja, jetzt läuft er läuft wieder hier außen rum. Geht dann hier lang. Mensch, er läuft jetzt so perfekt. Gab's ein Update vom Pathfinding Service? Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt besser funktioniert. Es kann natürlich einfach auch nur ein blöder Zufall sein. Ich ziehe das Ding mal hier hin. Er sucht sich direkt einen Weg. Nein, du sollst... So, er springt einfach rüber. Alles klar, spring einfach rüber. Oh, das war interessant. Er ist ja rübergesprungen. Und weil er gesprungen ist, war die Distanz zum Waypoint zu hoch. Und er hat sich einen neuen Weg gesucht. Das ist ein Bug, den wir gefunden haben, der jetzt nicht wirklich ins Ding reingeflossen ist. Aber wir sollten dann vielleicht doch unsere Toleranz hier höher stellen. Distanz zum Waypoint größer als 12 Punkt Humanoid Hip Height ist vielleicht nicht genug, sondern vielleicht noch plus self.humanoid.jumpHeight, wenn er mit jumpHeight arbeitet. Wenn er keine jumpHeight hat, ist natürlich auch blöd. Aber wir machen das einfach mal so, dass wir das hier auch dazu schreiben, dass die jumpHeight dazu berechnet wird. So, ich mache die Wand mal höher, dass er dann nicht so einfach rüberspringen kann. Mach es alles noch mal ein bisschen enger. Er sollte hier trotzdem durchlaufen können. Wir testen es einmal aus. Ich will, dass er hängen bleibt. Es kann nicht sein, dass er jetzt nicht hängen bleibt, wo er hängen bleiben soll. Und letztes Mal, wo er nicht hängen bleiben sollte, bleibt er hängen. Ah, jetzt läuft er hier außen rum. Oh nee, er sucht sich einfach einen besseren Pfad. Er sucht sich einfach einen besseren Pfad. Das ist nicht zu fassen. Wir haben den NPC zu schlau gemacht. Okay, wir gehen jetzt davon aus, dass das Ganze funktioniert. Wir könnten jetzt einmal sagen, hier oben bei den Settings, npc.modul.max Fehlversuche ist gleich 5. Vielleicht ist 5 sogar ein bisschen zu wenig, weil wenn er richtig hängen geblieben ist, sollten wir ihm vielleicht, keine Ahnung, 7 Fehlversuche geben. Und dann können wir an den Stellen, wo wir hier unten 5 festgelegt haben, das sind nämlich 2 Stellen, jetzt sagen Fehlversuche größer als npc.modul.max-Fehlversuche und dasselbe dann natürlich auch hier unten npc.modul.max-Fehlversuche. Aber lasst uns doch endlich den NPC smart machen, weil das letzte, was wir noch wollten, ist, dass der NPC ein Ziel richtig verfolgt. Bisher haben wir ja hier immer stehen, NPC Walk 2, warte, NPC Walk 2, warte, NPC Walk 2, warte. Ist doch blöd, der NPC soll einfach das Zielpart verfolgen und dafür machen wir jetzt endlich eine neue Methode. Und zwar NPC Doppelpunkt folgen. Dafür scrollen wir hier nach unten unter die Walk-To-Methode. Lass ich ein bisschen Abstand. Und da schreiben wir jetzt Function NPC.basis.folgen in Klammern self-NPC. Das war ja bei uns immer der Fall. Ich schreibe hier hinten noch einmal ein End, damit der Code vollständig ist und jetzt die Code-Vervollständigung auch funktioniert. Und dann soll er natürlich etwas verfolgen und das ist ein Ziel vom Typen BasePart. Wir könnten ein Model nehmen, aber wir nehmen jetzt ein Ziel. Das heißt, es ist so, wie es ist. Diese Funktion returnt einen Table. In dem Table können wir Parameter drin haben. Was das für Parameter sind, darauf gehe ich später ein. Wir lassen den Table jetzt erstmal Table sein. Da das wieder eine öffentliche Methode ist, die genutzt werden kann, kann man dabei Fehler machen. Dementsprechend asserten wir jetzt Ziel und Type of Ziel ist Instance und Ziel ist a Base Part. Wenn nicht, ist es ein ungültiges Ziel. Viel mehr kann man nicht angeben als das Ziel, dementsprechend gibt es nicht viel mehr zu asserten. Wir holen uns jetzt von unserem Zielpunkt eine Zielposition, das ist Zielpunktposition, und lassen den NPC jetzt in einem neuen Thread zum Ziel laufen. Also sagen wir coroutine.wrap, um es halt, es ist nicht wirklich ein neuer Thread, aber ihr versteht, was ich meine, in einer neuen, unabhängigen Ausführung, sage ich mal, führen wir jetzt self.walk2 aus mit den Parametern self, Zielposition und Ziel. Self ist der NPC, Zielposition ist die Zielposition und Ziel ist das Ignore-Part. Hier oben haben wir ja gesagt, Self, Zielposition und Ignore LOS und das Ziel soll natürlich ignoriert werden. Wenn wir jetzt wirklich einen Charakter verfolgen, könnten wir sagen, ja, Ziel.Parent, wir könnten vielleicht sagen, hier Ignore LOS ist gleich Instance or Nil und dann könnten wir hier sagen, Ignore LOS or Ziel, um ganz sicher zu gehen. Damit wir den ganzen Charakter ignorieren und nicht nur das Primary Part vom Charakter. Aber hiermit wird ja nur einmal die Funktion Walk2 ausgeführt. Wir wollen aber, dass die Funktion Walk2 ständig ausgeführt wird, um das Ziel zu verfolgen. Das heißt, wir machen jetzt einen Loop. Ein Loop, der die ganze Zeit das hier macht, wäre dämlich und kostet zu viel Ressourcen. Deswegen schreiben wir einen Loop, der die Zielposition bei Bedarf aktualisiert. Und der kommt natürlich auch wieder in eine Coroutine, weil diese Methode hier nicht yielden soll. Diese Methode hier yieldet, die wartet so lange, bis das hier erreicht wurde und sagt uns, ob das hier erreicht wurde. Die Folgen-Methode soll einfach nur sagen, yo, folg dem jetzt mal. Und die yieldet nicht, weil Folgen ist theoretisch unendlich, bis wir sagen, er soll aufhören. Und das ist der Punkt.
Wir machen einen While Loop und wenn er aufhören soll, muss die Bedingung hier im While Loop auf False gestellt werden. Und das ist genau das, was hier in dem Table ist, der returned wird. Wir returnen ein Table mit dem Index aktiv und der Index aktiv enthält ein Boolean. Diesen Table legen wir natürlich einmal fest und zwar hier über der Zielposition als Verfolgung. Verfolgung ist dann der Table, der den Status von der Verfolgung beinhält. Und genau diesen Status checken wir jetzt, indem wir hier sagen, while Verfolgung in eckigen Klammern aktiv do. And am Ende muss die Coroutine natürlich ausgeführt werden, also schreiben wir am besten jetzt schon mal hier Klammer auf Klammer zu dahinter. Wenn man das nicht macht, wird dieser ganze Loop gar nicht erst angestoßen. Das ist so ein Fehler, der mir auch häufig passiert, deswegen lieber früh als spät das da hinten schreiben. Und in diesem Loop findet jetzt die Verfolgung statt bei Bedarf. Hier in der Variable Zielposition haben wir die Position vom Ziel gecached. Aber dieses Ziel kann sich ja bewegen. Und das bedeutet, Zielpunktposition kann irgendwann abweichen von Zielposition. Und das checken wir jetzt. If Zielpunktposition minus Zielposition ist kleiner als self.humanoid.hipHeight, dann ist die Zielposition nicht wirklich großartig verändert. Also schreiben wir, Zielposition hat sich nicht signifikant verändert und somit kann der NPC weiterlaufen, einfach weiter zum Ziel hinlaufen, weil die Verfolgung ist ja sowieso aktiv. Wir sagen jetzt task.wait. Punkt 1. Wenn wir wollen, dass es häufiger geupdatet wird, können wir es niedriger stellen. Wenn wir es weniger häufig updaten wollen, können wir es höher stellen. Und dann schreiben wir hier unten continue, weil continue sorgt dafür, dass dieser Loop einfach weiterläuft. Falls das aber nicht der Fall ist, sind wir hier. Und hier hat sich die Zielposition verändert. Die Zielposition ist jetzt weiter weg von der gecachten Zielposition als die Hüfthöhe unseres NPCs. Also müssen wir jetzt erstmal die neue Zielposition aktualisieren. Dafür schreiben wir Zielposition ist gleich Zielposition, genauso wie wir es oben gemacht haben. Dann wollen wir jetzt, dass diese Walk-To-Methode hier oben abbricht. Und wie brechen wir diese Walk-To-Methode ab? Indem wir den State ändern, weil egal wo wir in der Walk-To-Methode drin sind, überall wird gecheckt, if self.state is not walking, if self.state is not walking, if self.state is not walking. Dadurch wird es abgebrochen. Hier returnt er dann false, abgebrochen, tot, was auch immer. Das heißt, wir setzen jetzt den State auf etwas anderes als walking. Zum Beispiel können wir den State kurzfristig auf idle setzen. Wir können ihn natürlich auch auf Unterbrechung setzt. Meinetwegen. Ist egal. Hauptsache der State ist was anderes. Bleiben wir bei Unterbrechung. Dadurch wird der Walk-To abgebrochen. Damit der Walk-To auch wirklich abgebrochen ist, müssen wir wenigstens einen Frame warten, weil hier oben in den Loops wird auch zwischen jedem Check ein Frame gewartet. Übrigens können wir hier das To-Do wegnehmen, weil das haben wir jetzt gemacht. Hier wird immer ein Frame gewartet, bevor das nächste Mal gecheckt wird, ob Walking nicht To ist. Das heißt, wir warten auch einen Frame. Also wait, damit Walk-To abbricht. Und dann soll der NPC zu seiner neuen Zielposition laufen. Also schreiben wir hier auch wieder coroutine.wrap self.walk-to self-zielposition los or ziel. Genau dasselbe, was wir hier oben auch geschrieben haben. Das wäre es dann theoretisch erstmal. Wir müssen jetzt nur noch die Verfolgung returnen, damit jemand, der diese Funktion bzw. diese Methode hier callt, am Ende auch die Möglichkeit hat, die Verfolgung abzubrechen. Das heißt, wir sagen jetzt return Verfolgung, damit wird dieser Table returned und wer auch immer diesen Table hat, kann aktiv auf false setzen und die Verfolgung wird abgebrochen. Wir können das Ganze jetzt einmal testen, indem wir jetzt nicht mehr task.wait bla 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 sagen, sondern wir sagen jetzt einfach NPC 2 Doppelpunkt folgen und dann sagen wir einfach mal Workspace Doppelpunkt Wait for Child Roblox Conny, weil mein Charakter heißt Roblox Conny. Ich spawne ja irgendwann ins Spiel rein. Ihr müsst natürlich euren Namen nehmen. Wait for Child, damit darauf gewartet wird. Und dann sagen wir Punkt Primary Part. Und damit Ignore LOS auch wirklich funktioniert, sagen wir jetzt noch einmal Komma Workspace Punkt Roblox Conny. Weil wir haben hier schon mal einmal gewartet, das heißt, wir müssen nicht nochmal warten. Und damit wäre die Sache dann gebongt. Wir gehen ins Spiel rein als ganz normaler Charakter, das heißt, wir starten das Spiel, wir runnen nicht mehr. Und der NPC versucht mich jetzt zu verfolgen. Und da hinten läuft er. Er läuft die ganze Zeit. Ihr seht auch, wenn ich meine Position ändere, kommen ständig neue Raycasts aus ihm raus, weil er immer wieder neu berechnet, wo ich bin. Ihr seht aber auch, wenn ich jetzt hier an einer Stelle bin, bei der er suchen muss, dann kommt er nicht unbedingt immer damit klar. Also wenn der Pathfinding Service aktiv ist, kann es sein, dass er anfängt, so ein bisschen rumzujittern, wie ihr da seht. Er weiß nicht, was er tun soll. Und dagegen hilft nur eine Sache, und zwar ein Wait. Wenn er dann irgendwann eine Sichtlinie auf mich hat, dann ist es kein Problem, dann verfolgt er mich easy. Ist super einfach für ihn, mich zu verfolgen, gar keine Probleme. Aber sobald ich außer Sicht bin und diese orangen Rays kommen, die halt zeigen, dass er keine Sichtlinie auf mich hat, dann hat er Probleme damit zu updaten und dann jittert er manchmal ein bisschen rum. Und das ist die einzige Sache, die wir jetzt noch einmal anpassen. Dafür gehen wir wieder ins NPC-Modul rein und checken hier unten, nachdem wir dem Ziel sagen, es soll neu laufen. If not ist in Sicht. Self.primaryPart
Punkt. Ah, ich muss hier wirklich ein then end schreiben, damit er nicht rummeckert. Position. So. Komma. Zielposition. Komma. Und dann ein Table, bestehend aus self.character. Und natürlich ignore LOS. Or Ziel, was natürlich any ist. Und any funktioniert dann. Then, weil wenn das der Fall ist, wenn das Ziel nicht in Sicht ist, not in Sicht, dann wird der Pathfinding Service eingeschaltet. Und der Pathfinding Service, der will ja erstmal berechnen, dann wird der Pfad losgeschickt. Aber wenn wir direkt 0,1 Sekunden später den nächsten Pfad berechnen und dann wieder den nächsten Waypoint ansteuert, dann wird er niemals fertig. Dementsprechend müssen wir ein bisschen warten, dass er wenigstens seinen ersten Waypoint erreicht. Und dafür schreiben wir hier, wenn der NPC mit Pathfinding unterwegs ist, warten, damit er nicht ständig zittert. Task.RateMath.Clamp sorgt dafür, dass wir eine Zahl in ein Spektrum einschließen. Die Zahl ist self.primaryPath.position minus Zielposition.magnitude geteilt durch self.humanoid.walkspeed mal 2. Das ist einfach was ich ausgerechnet habe bei meinen Herumgeteste. Und wir warten minimal 0,5 Sekunden und maximal 5 Sekunden, bevor der Loop weitergeht und nochmal gecheckt wird, ob die Zielposition sich geändert hat. Das ist einfach eine Funktion, die checkt, ja, wenn die Distanz noch größer ist, mehr warten, wenn sie kleiner ist, weniger warten, weil da kann sich der Pfad ja dann nochmal signifikant geändert haben. Und das probieren wir jetzt aus. Und jetzt haben wir einen NPC, der einen die ganze Zeit verfolgt. Der läuft mir jetzt hinterher. Ah, am Anfang haben die Animationen noch nicht geladen. Ah, da ist er. So. So funktioniert's. Jetzt sind wir außerhalb der Sichtlinie. Laufen woanders hin und ihr seht, jetzt kommt nicht ständig so ein Pathfinding-Ding. Und wenn jetzt dieses Visualisieren dieser Paths nicht an wäre. Guck mal, jetzt läuft er da hin und hat jetzt erst gecheckt, dass ich da bin. Dadurch wirkt es auch ein bisschen realistischer. Wenn ich nicht in Sicht bin, dann läuft er erstmal an meine Position, die er so im Kopf hat vom letzten Mal. Und wenn er mich dann doch wieder sieht, dann sieht es wieder ganz anders aus. Also so bewegt er sich einfach ein bisschen schlauer, jittert nicht mehr so viel rum. Da seht ihr jetzt, ist er irgendwie so ein bisschen stuck und weiß nicht, was er tun soll. Aber das ist gar kein Problem, dass er da hinten stuck ist und jetzt aufgegeben hat, weil sobald ich mich wieder ein bisschen bewegt habe, verfolgt er mich wieder. Der Grund, warum er hier stuck ist, das werdet ihr... ja, komm, geh nochmal ein bisschen stuck. Schade. Das hätte ich euch jetzt nochmal gezeigt am Server, weil wenn ich auf den Server raufgehe, seht ihr natürlich wieder das Pathfinding-Zeugs. Und der Pfad hat ihn hier so ein bisschen in die Wand reingedrückt, wo er nicht reingekommen ist. Weshalb er dann stuck war, das ist einfach die Schwäche vom Pathfinding-Service. Und um das zu umgehen, muss man ziemlich komplexen Code schreiben. Hier seht ihr, der NPC, der klebt an mir dran. Ich gehe mal wieder zurück zum Client, damit ich das wieder testen kann. Gehe weg und der NPC fängt an, mich wieder zu verfolgen. Die ganze Zeit. Diese Raycasts, die können wir natürlich ausschalten. Entweder über unser Script, indem wir sagen, npc.visualizer ist gleich false. Oder indem wir es einfach im Modul direkt standardmäßig auf false stellen. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann kommen hier keine komischen Raycasts mehr raus. Die sind ja nur dafür da, damit wir sehen, was abgeht. Seht ihr, jetzt kommen keine Raycasts aus ihm raus. Die Animationen haben noch nicht geladen, aber jetzt sind die Animationen da. Und er läuft einfach. Er macht sein Ding, ohne dass wir die Raycasts sehen. Und es funktioniert. Man wird vom NPC verfolgt und ich denke, das sollte auch erstmal genug sein. Natürlich hat der NPC noch Schwächen. Der NPC, der fällt einfach Löcher runter, weil er denkt, er könnte von da oben nach da oben rüberlaufen, würde einfach runterspringen, weil er nicht checkt, ob ein Boden unter seinen Füßen ist. Aber das ist ja nicht unbedingt in jedem Spiel ein Problem. Das hängt immer sehr von eurer Map ab. Wenn ihr das Problem habt, müsst ihr einfach noch ein paar mehr Raycasts schießen, die checken. Nicht nur ist in Sicht, sondern ist auch noch Boden. Dann müsst ihr halt hier einen Raycast, da einen Raycast, da einen Raycast, da einen Raycast. Ist ein bisschen anstrengender, aber ist auch auf jeden Fall auch alles machbar. Aber ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen. Der NPC kann einen verfolgen. Nachdem er sein Ziel erreicht hat, könnt ihr ihm natürlich sagen, jetzt wo er sein Ziel erreicht hat, soll er irgendeine Aktion ausführen. Er soll eine Angriffsanimation machen. Er soll mir, keine Ahnung, mein Essen bringen. Es kann ja sonst was für ein NPC sein. Es kann Butler sein, es kann Freund sein, es kann einfach nur ein NPC sein, der dumm in der Gegend rumläuft. Es kann Zombie sein, der ihn angreift. Die Welt steht euch offen, aber das ist eine Basis, die so ziemlich jeder NPC irgendwo bräuchte. Und wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, wenn ich noch irgendwas hinzufügen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr diesen NPC, so wie ich ihn hier habe, herunterladen wollt, könnt ihr Kanalmitglied Tier 2 oder höher werden. Auf meinem Kanal einfach unten Mitglied werden drücken. Dann könnt ihr auf meinem Discord-Server den NPC einfach herunterladen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Klickt jetzt gerne auf das, welches euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!